Heckantrieb und Motor mit 500 Watt Nennleistung im Peak bis zu 1200 Watt. Ich werde hier extrem geblendet. Die Blinker sind so hell. Ich will den gar nicht fahren, weil der wird dann dreckig. Können wir es jetzt sein lassen? Hallo allerseits auf Tech for Fun. Ich freue mich riesig, was ich hier habe. Einen E-Scooter. Und zwar einen ganz besonderen, den EPF 2 von ePower Fun. In diesem Video alles zum EPF 2. Ein Unboxing, die Montage, natürlich ein Fahrtest. Wie ist die Reichweite? Wie ist das Gefühl? Ich freue mich jetzt richtig, das Ding mal auszupacken. Und dann geht's los. Natürlich will ich es auch fahren. Los geht's. Ganz viel Pappe, kein Kunststoff, kein Plastik und das finde ich in Sachen Nachhaltigkeit richtig gut. Schaut mal selbst hier, der Griff in Pappe eingepackt. Lasse ich aber erstmal noch drumrum, dass da nicht zerkratzt. Und dann holen wir doch den Scooter mal raus. Da gibt es einen Trick. Einfach unten anfassen und dann gleichzeitig die andere Hand an den Karton ran. So. Ausgepackt. Jetzt räume ich hier ein bisschen auf und dann gucken wir uns das mal genauer an. So, da ist er, der EPF 2 XT600. Schauen wir mal als allererstes, was wir hier drin haben. Eine Bedienungsanleitung. Klasse in Deutsch. Zwei Aufkleber. Und das Ladegerät. Und zwar haben wir hier 3 Ampere maximal und Output 54,6 Volt, 2000 Milliampere. Dann passend das Netzkabel. Hier gibt es Schrauben und Werkzeug. Dann schauen wir uns das doch mal an. Und ich würde sagen, als allererstes richten wir den hier mal auf. Wunderbar. Und montieren den Lenker. Und das ist eigentlich relativ simpel. Einmal die Kabel hier miteinander verbinden. Das ist super. Das ist nämlich verpullungssicher. Das heißt, ihr könnt das nicht falsch rum machen. Und dann werden die Kabel vorsichtig hier reingemacht. So. Genau. Und dann habt ihr hier auf der Seite 2 Schrauben, hier 2 Schrauben und nochmal 2 zur Montage. Das machen wir gleich. Dann gucken wir hier das Trittbett, auch schön durch Pappe geschützt. Hier ganz wichtig für euch zur Anmeldung bei der Versicherung die Datenbestätigung zur ABE. Da braucht ihr in der Regel, wenn ihr online eine Scooterversicherung abschließt, die Seriennummer bzw. die Fahrgestellnummer. So, und hier gibt es ein zweites Grip. Hier habt ihr ja, seht ihr ja schon EPF 2 ePower Fun. Und ihr könnt die Grips auch auswechseln. Das heißt, es gibt farbige und in verschiedenen Designs. Und hier ist ein zweites dabei. Das gucken wir uns gleich mal an. Ha! Oh, so ein bisschen im... Wenn das jetzt farbig wäre, würde ich sagen Martini Racing Style. Guckt mal hier, mit der Startnummer 2 macht sich, oh ja, sehr gut auf dem Scooter, so zum Wechseln. Entweder wenn das alte Grip schon zu modderig ist oder ihr einfach ein anderes wollt. Finde ich stark. Dann schauen wir mal ins Werkzeugkästchen rein, in die kleine Box. Was ist hier runtergefallen? Eine Ventilverlängerung. Und dann habt ihr hier 3x Imbus und wenn ich richtig gesehen habe vorhin, müssten das 8 Schrauben sein. Richtig fest anziehen werde ich sie erst, wenn alle ordentlich im Gewinde drin sind. Dann geht es nochmal einmal rundum und dann werden sie fest angeschraubt. Auch übrigens immer wieder ein guter Hinweis, wenn ihr die E-Scooter-Saison wieder beginnt im Frühjahr,
einfach mal nach allen Schrauben gucken und im gegebenen Fall einmal rundherum bei euren E-Scootern nachziehen. Hier die Lampe ist schon vormontiert. Könnt ihr euch dann nochmal hier vorne den Reflektor, den kann man hier hochschrauben. Und wenn ihr ungefähr, ihr könnt das ja jederzeit nachjustieren, denkt, das ist in der richtigen Höhe, dann hier auch nochmal mit dem Imbus fixieren. Ich werde hier extrem geblendet. Die Blinker sind so hell. Super, jetzt mache ich ihn aber mal aus. Okay, ja, was haben wir hier? Heckantrieb und Motor mit 500 Watt Nennleistung. Im Peak bis zu 1200 Watt. Das ist echt wirklich eine Ansage. Das Ganze ist aufgebaut auf dem 48-Volt-System. Mit diesen Daten gibt ePowerFun eine Reichweite von bis zu 72 Kilometern an. Und klar, das wissen wir alle, das sind natürlich Tests, die ePowerFun da gemacht hat unter Idealbedingungen. Ich sag mal, um die 75 Kilogramm Gewicht beim Fahrer, vielleicht 25 Grad und so weiter. Also realistisch sind so zwischen 50 und 60 Kilometer, aber das ist schon echt beachtlich. Von ganz leer auf bis ganz voll könnt ihr hier mit dem Ladegerät vollladen in ungefähr 6,5-7 Stunden. So, und das Gewicht, natürlich mit diesen Leistungsdaten, das ist kein E-Scooter für die kurze Meile, sondern ja, das ist ein E-Scooter, der auch dafür gedacht ist, mal richtig eine Tour zu machen. 20,4 Kilogramm bringt der EPF 2 auf die Waage. Und die maximale Zuladung liegt bei 120 Kilogramm. Basti, wir beide dürfen den fahren. Vorne hat der EPF 2 eine Trommelbremse und hinten gibt es eine elektrische Bremse, die auch gleichzeitig eine Rekuperation hat. Das heißt, wenn ihr bremst, wird wiederum in den Akku Strom geladen. Die Reifen sind wie bei vielen anderen E-Scootern in 10 Zoll gefertigt und es sind Luftreifen. In Sachen Spritzwasser oder Wasser hat der EPF 2 die IPX4 Zertifizierung, das heißt sogenannt gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Da müsst ihr euch also keine Sorgen machen. Noch ein paar Worte zum Controller, also im Prinzip der elektronischen Einheit, die dafür sorgt, dass die Leistung zur richtigen Zeit anliegt, dass rekuperiert wird, dass richtig gebremst wird bei der elektrischen Bremse und so weiter. Das kommt von Hobbywing. Und Hobbywing ist ein ganz renommierter Hersteller aus dem ja, RCK-Bereich. Die bauen Controller und alles Mögliche. Und da, dass man hier auf Hobbywing gesetzt hat, liegt natürlich an Stefan Köhler, an den Geschäftsführer und daran, dass er damit richtig positive Erfahrungen gemacht hat. Und ihr habt davon im Prinzip, dass ja die Gasabnahme und alles sehr smooth und sehr, sehr durchdacht und smart ist. So, und wie schnell könnt ihr mit dem EPF 2 fahren? Natürlich eigentlich nur 20 km/h, weil mehr gestattet der Gesetzgeber nicht. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn der Gesetzgeber sagt auch, bis zu 10% mehr sind durchaus drin. Also hat sich ePowerFun gedacht, gut, 20 km/h plus 10%, 22 km/h und so schnell fährt er auch. Vielleicht sogar 23, aber das schauen wir nachher im Fahrbericht. So, also wenn ich mir den so angucke, alleine schon das Design ist genau meins. Grau, schwarz, sehr schlicht. Hier die Schweißnähte sieht man deutlich, aber toll geschweißt und absolut eine super Haptik. Also schon vom ersten Anschauen hat das Ding eine irre Qualität. Kommen wir mal hier oben zum Lenker. 125 cm Höhe, ideal für größere Menschen, also auch für mich jetzt mit 1,89 und mehr ist das ja eine perfekte Höhe. Einstellbar ist er allerdings nicht. Dann haben wir hier die Blinker. Ich schalte ihn einmal ein und jetzt wird entjungfert. Das liebe ich. Einmal Folie abziehen. Also, ihr habt hier auf der Seite den Blinker, einmal links und das wird im Display auch angezeigt. Linker Blinker oder rechter Blinker. Und jetzt Basti, guck mal hier auf der Seite. Die sind super hell. Es ist echt total hell und trotzdem sieht man die richtig, die blenden fast schon. Und hier habt ihr einen Bereich Gummi. Das heißt, wenn der mal umkippt, sind die Blinker nicht gleich im Arsch. Tolle Idee. Dann hinten, Weltklasse. Hier, wie die integriert sind, die Blinker. Das ist alles ja,
tolle Haptik, sehr edel und auch von Weitem sieht man die perfekt. Also das gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, dann ist hier die Version XT600 mit Federgabel und das ist natürlich etwas, worauf ich mich auch total freue und sehr gespannt bin, wie gut federt die das Ganze. Hier habt ihr das Licht, 50 Lux hell und sogar hier an der Seite, schaut mal hier, beleuchtet, dass man von der Seite nochmal jemanden sehen kann. Auch sehr durchdacht. Ja, Wertigkeit, solide Bauart, das zeigt sich auch hier am Klappmechanismus. Ihr zieht hier einmal hoch, zurück. Und schon lässt sich der Lenker hoch und runter machen. Hier knatscht nichts. Das läuft ganz smooth. Und dann einklicken, rein. Sicher, ganz toll. Kommen wir noch mal zum Cockpit. Ihr habt hier also ein relativ großes LCD-Display, das jetzt auch im Licht gut zu sehen ist. Hier habt ihr die Geschwindigkeitsanzeige in km/h. Dann habt ihr hier die Blinkposition einmal rechts, einmal links und jetzt hier durch draufdrücken, durch zweimaliges draufdrücken, Fahrstufe S, Licht an, Fahrstufe Echo, also die 5 km/h und die D-Fahrstufe mit 16 km/h. Dann auf der Seite hier das Daumengas und auf der linken Seite zum Rekuperieren die Bremse. Klasse ist diese Bremse hier, also die rechte mechanische Bremse. Betätigt vorne die Trommelbremse, aber gleichzeitig auch hinten die elektrische Bremse. Halt, eins habe ich noch. Hier, das habe ich ganz vergessen, auf der Seite, Basti, schau mal. Klopf, klopf, klopf. Der Ladeanschluss gesichert. Großer Stecker für große Ströme zum Laden. Und hier unten eben auch nochmal Katzenaugen für die Sicherheit. Ich will den gar nicht fahren, weil der wird dann dreckig. Können wir es jetzt sein lassen? Können wir nicht einfach sagen, das war jetzt der Beitrag? Das ist ein schöner Roller, toll, und dann stellen wir uns den irgendwie ins Büro? Ja. Ey, 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 ey. Endlich, jetzt probiere ich ihn aus, den EPF 2 von E-Power Fun. Los geht's, nicht lang quatschen. Tschüss, Freunde. Pull up on me. We did chillin'. At the spot. What time? Anytime. Was ist mein allererster Eindruck? Der allererste Eindruck, ich fühle mich total sicher auf dem Teil. Das liegt natürlich an dem großen Brett. Ja, ich habe hier richtig schöne Möglichkeit und gut und bequem zu stehen. Und das liegt auch an der gesamten Bauweise, weil der ist einfach unheimlich solide gebaut. Das merkt man schon auf den ersten Metern. Dann, woran liegt's noch? Ganz klar, an dem breiten Lenker. So, jetzt geben wir mal Vollgas. Was macht er denn auf der Geraden? So, wie es sein soll, 22 km/h. Wunderbar. Er zeigt das gut an im Display. Und man kann hier echt sehr schön fahren. Auch die Wendigkeit hier, super. Wir haben hier hin und wieder mal ein paar Bodenwellen. Und das wird ganz toll abgefedert. Jetzt geht's in den Bergtest. Also, es geht hier hoch. Und hier habe ich schon mit anderen Scootern das ausprobiert. Die gingen so von der Geschwindigkeit ja auf 14, 12 km/h runter. Der EPF 2 bleibt bei 21. 21. Jetzt geht's gleich noch steiler hoch. Immer noch 21 km/h. Das stört ihn überhaupt nicht. Also da geht nicht ein einziges Kilometerchen in der Stunde runter, jetzt 22, obwohl wir immer noch die Steigung haben. Super, echt gut. Wendekreis, sehr eng, klasse. Und man merkt hier den Controller von Hobbywings. Das ist wirklich alles ganz smooth. So, jetzt geht's bergab. Wir erreichen die 23, 22 und dann schaltet er natürlich ab. Dann gucken wir jetzt mal, wie ist das Ganze mit der Bremse. Also, wir fangen an hier links mit der Bremse und zwar mit der elektronischen, die auch gleichzeitig rekuperiert. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil hier ist das total windig. Also, windig. 1, 2, 3. Ja, absolut smooth. Jetzt das Gleiche nochmal, aber mit der Vorderradbremse. Wir gehen auf 22 km/h und rein. Wunderbar. Also
man hat die ganze Zeit beim Fahren das Gefühl, ja, dass man sich ganz gut und sicher aufgehoben fühlt. Hier knarzt auch nichts, hier klappert nichts. Ganz, ganz, ganz toller Fahreindruck. Gefällt mir wirklich. Boah, ist das ein Wind hier. Auch jetzt hier in der Kurve, wenn man zu viel Gas gibt, klar, dann kann man schon mal einen Abgang machen. Aber das lässt sich so toll dosieren. Richtig klasse. So, nochmal Gas geben. Das Ding macht riesen Spaß und hat auch noch eine lange Reichweite. Also wirklich echt richtig, richtig gut. Basti, ich muss sagen, jetzt musst du mal eine Runde fahren. Das macht Höllenspaß und ich habe selten einen E-Scooter gesehen, der einen so viel ja, Sicherheit und Fahrvertrauen gibt. Ich würde sagen, wenn du Lust hast, fahr du mal eine Runde. Gerne. Ich bin gespannt. Wo soll ich denn langfahren? Da und einmal zurück? Na, na dann. Oh, oh. Mega direkt, super cool. Ich habe Spaß gehabt. Ich finde es super. Ich finde es cool. Ein schönes Ding. Reagiert sehr, wie gesagt, sehr schnell und sehr forsch. Also man muss sich daran erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Gerade beim Gasgeben auf einer geraden Strecke. Wenn man da nicht aufpasst, ist man vorne ein bisschen oben, aber ich glaube, da gewöhnst du dich schnell an. Ist cool. Das Kopfsteinpflaster des Todes. Und das ist es wirklich. Ein ganz altes Kopfsteinpflaster. Schauen wir mal, was das Fahrwerk hier so macht. Ja, das ist schon ein Unterschied zu Scootern, die eine Federgabel vorne haben, aber trotzdem angenehm ist anders. Klar, das ist kein Offroad-Scooter und das wackelt, aber schaut euch das an, das ist halt auch echt ein brutales Kopfsteinpflaster. Aber es funktioniert und man merkt ganz deutlich, dass hier wirklich abgefedert wird. Hier bei kleinerem auf dem Bordstein Kopfsteinpflaster. Da merkt man es ganz besonders gut. Hier ist ein bequemes und komfortables Fahren möglich mit 22 km/h. Überhaupt gar kein Thema. Aber hier auf der Straße, ja, er federt, aber was will man erwarten? Ich muss sagen, die Federgabel vorne dämpft eine ganze Menge weg. So, hier haben wir nochmal Kopfsteinpflaster. Nicht ganz so brutal und hier merkt man das wirklich. Ja, das ist super. Das federt perfekt. Ein wirkliches Sahnestück. Mann, hat mir das Spaß gemacht. Also, wenn ich Kritikpunkte suchen müsste, müsste ich welche suchen. Okay, vielleicht die Blinkerrückstellung, dass er die nicht hat. Oder das Frontlicht, dass das nicht integriert ist. Oder vielleicht, dass er kein Bremslicht hat. Aber ansonsten, ich bin selten einen so perfekten und potenten E-Scooter gefahren. Der EPF 2 ist ein E-Scooter mit einem perfekten Motor. 500 Watt, 1200 Peak. Einer ganz, ganz tollen ja, Abstimmung, was das Fahrverhalten angeht, durch das Federbein vorne. Der Scooter ist perfekt verarbeitet, also qualitativ eine 1+. Und dann natürlich der Akku, 600 Wattstunden und die Reichweite. 72 Kilometer gibt der Hersteller an, realistisch sind wahrscheinlich zwischen 50 und 60 Kilometer. Also ich muss wirklich sagen, das ist ein absolutes Sahnestück. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tech for Fun.